Wir haben ein Problem. Irgendwas stimmt nicht mit Regula 1. Wir haben den Befehl, die Sache zu untersuchen. Falls mich mein Gedächtnis nicht trügt, ist Regula 1 ein wissenschaftliches Forschungslabor. Ich habe dem Kommando gesagt, dass wir hier nur eine Schiffsladung von Kindern hätten. Aber wir sind das einzige Schiff im Quadranten. Spock, diese Kadetten von Ihnen, wie gut sind sie? Wie werden sie bei echten Schwierigkeiten reagieren? So wie alle Lebewesen. Jedes nach seinen Fähigkeiten. Natürlich gehört das Schiff Ihnen. Nein, das wird nicht nötig sein. Bringen Sie mich nur zu Regula 1. Als Lehrer auf einem Ausbildungsflug, da bin ich gern Kommandant auf der Enterprise. Wenn wir jedoch tatsächlich im Einsatz sind, steht es fest, dass der dienstälteste Offizier an Bord das Kommando übernehmen muss. Das ist eine Sache der Auslegung. Muss das Kommando ja nicht erfahren. Sie führen das Schiff. Aber Jim, Sie verkennen völlig die Ausgangsposition. Ich bin Vulkanier. Ich habe kein Ego, das man kränken kann. Wollen Sie mir jetzt erklären, dass allein die Logik Ihre Handlung diktiert? Ich muss es wohl, weil Sie es offensichtlich vergessen haben. Wenn ich so anmaßend sein darf, es war ein Fehler von Ihnen, die Beförderung zu akzeptieren. Das Kommando über ein Raumschiff ist Ihre eigentliche Bestimmung. Alles andere ist eine Verschwendung von Material. Ich wage es nicht, Ihnen zu widersprechen. Das ist vernünftig. Wie dem auch sei, wenn ich die Logik heranziehe, diktiert sie eindeutig, dass die Bedürfnisse vieler über denen von wenigen stehen. Oder eines Einzigen. Sie sind mein vorgesetzter Offizier. Sie sind auch mein Freund. Ich war und werde immer für Sie da sein. Triebwerke anhalten. Triebwerke anhalten. Lautsprecher vorbereiten. Eine Notsituation ist eingetreten. Auf Befehl unseres Oberkommandos übernehme ich von jetzt an 18 Uhr das Kommando über dieses Raumschiff. Der Offizier vom Dienst notiert das im Logbuch. Berechnen Sie einen neuen Kurs zum Raumlaboratorium Regula 1. Maschinenraum? Mr. Scott? Also? Wir fahren mit Warp-Geschwindigkeit. Also? Kurs berechnet für Regula 1. Warp-Triebwerke einsetzen. Warp-Triebwerke sind bereit. Fertig, Sir. Ich weiß, dass niemand von Ihnen das erwartet hat. Tut mir leid, aber ich werde Sie bitten müssen, etwas früher erwachsen zu werden, als Sie erwartet haben. Warp 5, Mr. Sun. Also dann auf zu einem kleinen Trainingsflug. Kurs zum Abfang der Enterprise fertig, Sir. Ausgezeichnet. Steuermann? Sir, darf ich sprechen? Wir sind alle auf Ihrer Seite. Aber denken Sie daran. Wir sind frei. Wir haben ein Schiff und das bedeutet, wir können hin, wohin wir wollen. Wir haben es hinter uns, das grausame Exil auf Seti Alpha 5. Sie haben bewiesen, wie überlegen Ihr Intellekt ist. Sie durchkreuzen die Pläne von Admiral Kirk. Noch eine Herausforderung haben Sie nicht nötig. Er fordert mich heraus. Er fordert mich heraus und ich will ihn haben. Ich werde ihn jagen um die Monde von Nibia und durch den Antares-Mahlstrom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis, bevor ich ihn aufgebe. Vorbereiten auf Kursänderung.